Der Bau beim Erlebnisgarten, die betriebliche Kinderbetreuung der Salzburger AG, geht zügig voran. Bereits am 24. April fand die Firstfeier bei dem neuen Gebäude statt. Nach nur etwas mehr als einem Monat Bauzeit steht das Fundament für die Kinderbetreuung des Unternehmens. Auf 820 Quadratmetern und 2 Geschossen können sich die Kinder der MitarbeiterInnen ab Herbst 2024 austoben. Was uns ganz, ganz wichtig war, ist, dass wir auch hier dem Schwerpunkt Ausdruck verleihen, der quasi genetisch ins Unternehmen einprogrammiert, deswegen auch dieser MINT-Schwerpunkt, also Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik, da kann man eben genau schon in der Elementarpädagogik Schwerpunkte setzen, das wollen wir tun und dabei wird aber sicher der Spaß und das Spielen nicht zu kurz kommen. Die Entscheidung für Holz als dominierenden Baustoff unterstreicht einmal mehr das Engagement der Salzburger AG für Nachhaltigkeit. Zusätzlich sorgen die Sichtholzflächen im Innenraum für ein angenehmes Raumklima. Bezüglich Energieeffizienz haben wir den Gesamtenergieeffizienzfaktor A+. Das gesamte Gebäude wird über Fußbodenheizung beheizt, aus dem Netz der Fernwärme der Salzburger AG gespeist. Und on top sozusagen gibt es noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, wo der eigene Sonnenstrom erzeugt wird. Das Besondere an dem Projekt ist der große Garten, 1900 Quadratmeter in einzelne Zonen unterteilt. Spielgeräte, Freiflächen werden geschaffen, eingebettet in einen schönen schattenspendenden Altbestand an Bäumen. Fertig sind wir, wenn alles planmäßig läuft und so schaut es derzeit aus. Im August starten werden wir im Herbst mit dem Erlebnisgarten mit 3 Gruppen, einer alterserweiterten, 2 Kleinkindgruppen und dann geht es hoffentlich so richtig rund. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg-ag.at.